Jetzt kommt der Björn. Und der Björn hat einen wirklichen Saftladen. Ja. Wer sich noch früher, also bin ja auch schon ein bisschen älter, wer sich noch an Omas Webgoat erinnert, das war also diese Webanwendung, wo man selber ein bisschen rumexperimentieren konnte. Was ist ein Cross-Site-Scripting? Was ist eine SQL-Injection? Was ist eine Remote-File-Inclusion? Und so weiter und so fort. Und das hat man irgendwie relativ schnell durchgehabt. Also waren wir nach ein paar Tagen durch und dann war das ziemlich langweilig. Es wurde auch nicht mehr geupdatet und so weiter. Und dann kam Björn. Und Björn hat den Juice Shop geschrieben, also eine Software, die nach neuesten Webentwicklungsstandards mit Logo entwickelt wurde, mit ganz vielen ganz interessanten Sicherheitslücken drin, die selber erkennt, ob eine Challenge gelöst wurde und so weiter und so fort. Er nennt das den Inevitable Juice Shop Talk auf dem Overspay, also es ist einfach der unvermeidbare. Wir können so viele German Overspays machen, wie wir wollen. Wir kriegen es nicht, wir kommen nicht außen rum, diesen Juice Shop Talk hier drin zu haben. Bitte, erklär uns, wie es geht. Bitte einen Applaus für den Björn. Ich habe nur 9 Minuten von 10, die ich eigentlich haben dürfte, laut der Uhr. Also insofern bitte nicht, also wir haben es eilig. Also wer den Juice Shop noch gar nicht kennt, der war die letzten 3 Male beim German Overspay nicht dabei, weil da habe ich jedes Mal irgendwie am Ende oder auch mal mittendrin was darüber erzählt. Für diejenigen hier unten einfach auf overspay-juice.shop gehen und sich mal grundlegend informieren. Jetzt für alle anderen, die das schon ein bisschen kennen, gibt es jetzt ein kleines Update, was sich so getan hat im letzten Jahr. Zunächst mal, wir sind Flaggschiff-Projekt. Und ich würde behaupten, wir sind das kaputteste Flaggschiff-Projekt, was OWASP hat. Also, und stolz drauf. So, wir sind aber jetzt nicht nur Flaggschiff-Projekt. Ich habe mal so eine kleine Erfolgspyramide vom Juice Shop gemalt. Ganz oben drauf, wir haben da mittlerweile 39 verschiedene Contributor gehabt. Das sind natürlich jetzt nicht alles Leute, die ganz viel und ganz regelmäßig Sachen beitragen, aber insgesamt gibt es 39 Committer auf unserem Git-Repository und da sind jetzt die ganzen Übersetzer und was wir alles noch so haben, gar nicht mitgezählt. Diese Batch hier, die finde ich auch ganz prima. Wer kennt das? Das CII. Das kommt von der Core Infrastructure Initiative. Ist ein Teil der Linux Foundation. Und die benutzen das halt quasi, um Open Source Software auszuzeichnen, die quasi für den sicheren und ordentlichen Erhalt und Betrieb des Internets einen positiven Beitrag leisten. Da hat der Juice Shop das tatsächlich geschafft, eine Silbermedaille zu kriegen, was auch irgendwie eigentlich absurd ist. Genau, Codequalitätsmäßig und Testabdeckung, naja, das war schon mehrmals Thema hier, da müssen wir nicht noch näher drauf eingehen. Der Juice Shop ist mittlerweile 9000 Mal bei GitHub als ZIP-Datei runtergeladen worden. 3000 Leute laden den von SourceForge runter. Ich weiß nicht warum, aber nur für die 3000 deploy ich immer noch dahin. Und dann haben wir noch diese Zahl da hinten in der Ecke. 2 Millionen Pulls von Docker-Images. Da kann man jetzt sagen, also ernsthaft jetzt? Oder also ich habe kein Botnet geschrieben, was das jeden Tag irgendwie ein paar hunderttausend Mal macht. Aber irgendjemand scheint den Juice Shop wirklich sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne immer wieder frisch zu deployen. Dieses Bild habe übrigens nicht ich gemalt, aber das ist sehr hübsch. Vor allen Dingen auch sehr professionell hier, wie diese die Proportionen vom Logo erhalten geblieben sind. Der Juice Shop ist in noch mehr Sprachen übersetzt worden. Das finde ich absolut großartig. Wir haben mehr als 85% Übersetzungsrate von all diesen Sprachen hier. Bei einigen Flaggen wisst ihr vielleicht einfach gar nicht, welche Länder das sind. Also wirklich, das ist absolut unglaublich und ich bin sehr, sehr froh, dass wir so viele nette Übersetzer haben, die das in ihrer Freizeit für uns machen. Ja, genau. Letztes Jahr hatte ich ja mal kurz vorgestellt, dass ich irgendwie so ein kleines E-Book schreibe, was ich so als Companion Guide zum Juice Shop promote. Da drin findet man halt neben Installationsanleitung und wie mache ich ein Capture the Flag Event und so weiter und so fort, findet man da halt auch Komplettlösungen und alles Mögliche. Das hat mittlerweile bei Leanpub allein fast 3000 Leser und das Buch ist halt kostenlos und da ist so ein optionaler Preis halt angegeben, den man bezahlen kann. Und knapp 10% der Leser haben sich gesagt, jo, die $5.99, die bezahle ich. Sodass tatsächlich dieses Buch allein schon $1.000 in die Juice Shop Projektkasse reingesprudelt hat.
von der ich dann, oder von welchem Geld ich dann prima Aufkleber oder andere sinnvolle oder auch sinnfreie Merchandise-Artikel kaufen kann und auf Konferenzen wie dieser verteilen. So, jetzt ein paar kleine technische Neuigkeiten. Wer kennt das CTF, die CTF-Erweiterung vom Juice Shop? Einige, okay, aber noch nicht alle. Das ist ein nettes kleines Kommandozeilentool, das man sich ganz sicher aus, von NPM irgendwie installieren kann, als kleine lokale Node-Anwendung. Kann nichts bei passieren, ist alles super secure. Die Anwendung ist auch wirklich nicht broken, also die habe ich absichtlich sicher gebaut. Diese kleine Applikation fragt einen so ein paar Fragen, zum Beispiel welches Framework man verwenden möchte für sein CTF. Und neu seit diesem Jahr ist, dass man eben nicht nur CTFD benutzen kann, sondern auch den CTF-Server von Facebook. Wer den kennt, der ist total schick, so mit so einer Weltkarte, wo irgendwie jede Challenge von einem Land repräsentiert wird. Dann sagt man dem Tool, okay, wo sollst du die Challenges hernehmen, wo ist der Verschlüsselungs-Key, mit dem man quasi die Verbindung zu den teilnehmenden Juice-Shop-Instanzen herstellt, wo kommen die Ländermappings her, kriegt man Tipps, zum Beispiel kostenlose Text-Tipps oder für die URLs muss man dann bezahlen und dann drückt man auf den Knopf, dann wird ein File generiert, das lädt man jetzt in dem CTF-Server hoch, im Datenimport und dann kriegt man alle derzeit 73 Hacking-Challenges automatisch angelegt. Dauert keine 5 Minuten, dann steht der CTF-Server. So, dann das Größte, was wir dieses Jahr gemacht haben, war mit 2 Studenten von, ich glaube, 10, die OWASP insgesamt hatte, am Google Summer of Code teilzunehmen. Ein Student, der Shoaib, der hat 10 Challenges gebaut, einige davon so schwierig, dass ich die Lösung nicht weiß. Also insofern müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Komplettlösungen für das Buch hinkriegen beim nächsten Update. Der wurde von Yannick und Timo aus Hamburg, also vom Hamburger Stammtisch gementort, also betreut. Ich habe parallel den Ashish betreut, der ein komplettes Rewrite vom Frontend gemacht hat. Wer das noch weiß, also der Juice Shop war ja Angular JS 1.6. Das war mal modern, aber das ist halt 2014, 15 modern gewesen und jetzt mittlerweile halt schon outdated und das kann sich der Juice Shop natürlich nicht gefallen lassen. Deswegen jetzt kleine Demo des neuen Frontends. Das sieht jetzt immer noch ähnlich, aber ein bisschen schicker aus. Also wir haben jetzt hier immer noch unsere schöne Produktliste, können jetzt aber durch die verschiedenen Unterseiten scrollen. Da kann man natürlich auch alles an Merchandise erwerben, was es halt so gibt, zum Beispiel so sinnvolle Dinge wie temporäre Tattoos, die da draußen übrigens auch auf den Tischen noch ein paar ausliegen. Also es ist kein Spaß hier, das ist alles, gibt es alles wirklich. Genau, dann kann man sich, ich melde mich einfach mal an, ich habe glaube ich noch WLAN, Google-Anmeldung, die war in dem vorigen Major-Release eine Weile kaputt, im neuen geht sie wieder. Ich melde mich mal mit meinem Google-Konto an. Schwupps, habe ich gleich eine Challenge gelöst. Wenn ihr die genauso schnell lösen könnt wie ich, dann sagt mir mal bitte Bescheid, weil das würde heißen, dass ihr auf mein Google-Konto zugreifen könnt. Das fände ich nicht so gut. Genau, jetzt bin ich angemeldet und jetzt haben wir heute mehrmals was über File-Uploads und so gehört und wie toll die sind. Hat sich der Juice Shop natürlich gedacht, Mensch, wir haben noch gar kein User-Profil. Und der Juice Shop ist jetzt ja bewusst modern. Also haben wir uns überlegt, okay, dann bauen wir doch jetzt einfach mal eine Seite, die ist bewusst Legacy. Nämlich die Profilseite, die haben sozusagen die Entwickler vergessen, hübsch zu machen. Das ist also serverseitig gerendert, auch schön mit Bild-Upload. Da sind schon Hacking-Challenges drin, aber ich glaube, da passen noch ein paar mehr rein. Also jetzt fängt der Juice Shop langsam auch an, Legacy-Sachen bereitzustellen. Genau, eine Sache, die sich noch groß verändert hat, ist das berühmt-berüchtigte Scoreboard. Es hat jetzt eine Warteanimation, weil es ein bisschen länger rendert, weil es nämlich jetzt 73 Challenges darstellen muss. Hier oben wird jetzt hübsch dargestellt, wirklich wie viel man schon gelöst hat, von welcher Kategorie und von welchem Schwierigkeitsgrad. Und man kann das Ganze jetzt halt auch ein bisschen filtern, wenn man möchte und sich nur für bestimmte Sachen interessiert. Und wenn man hier mal so durchscrollt, findet man jetzt wirklich alles, was Rang und Namen hat. Also Cross-Site Scripting, SQL Injection ist so das Einfachste. Aber wenn wir hier mal zu den 5- und 6-Sterne-Challenges runtergehen, also wir haben hier Capture-Bypass mittlerweile drin, mehrere JWT-Probleme, wir haben XXE in 2 Ausführungen, wir haben eine Supply-Chain-Attack, also
oder beziehungsweise, also nicht direkt wirklich, aber so eine angedeutete Supply Chain Attack gegen die Entwickler des Juice Shops. Wir haben Arbitrary File Write, also das war, glaube ich, höchstens eine Woche, nachdem diese ZIP-Geschichte bekannt wurde, dieses ZIP-Log oder wie das hieß, haben wir das dann im Juice Shop auch gehabt. Wir haben Server-Side-Request-Forgery, wir haben also alles, was man sich so wünschen kann. Der Juice Shop hat mittlerweile sogar seine eigene Malware. Also es gibt eine dedizierte Malware nur für den Juice Shop, die man dann disassemblen muss und gucken, was die so macht, damit man eine Challenge im Juice Shop lösen kann. Also es gibt einiges zu tun. So, ich bin bei minus 27 Sekunden. Das heißt, ich gehe mal lieber zurück zur Präsentation. Da kommt jetzt noch eine einzige Sache. Und zwar, wer sich noch an das Abstract erinnert, dieses hier, da hatte ich was versprochen, so indirekt. Und zwar das hier. Dass es eventuell ein Commercial, so ein Jingle geben könnte, wenn wir hier diese Aktion haben. Jetzt hat mein Kumpel Brian vom 7-Minute Security Podcast das so ein bisschen verplant, also der war nicht rechtzeitig fertig, hat aber sich nochmal hingesetzt, 2 Tage vorher, und hat ganz schnell noch eine Alpha Pre-Release Early Access Version gebastelt, weil dann doch noch ein paar Leute ihm gesagt haben, hier, Junge, mach mal. Also das wäre toll, wenn du da was produzieren könntest. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn die Technik jetzt in diesem Moment mitspielt, drücke ich jetzt hier auf den Knopf. Mach mal richtig laut. So, und dann hören wir uns das mal an. When you wanna shop online, then you had better be sure. The experience is safe and also secure. Don't wanna let no SQLi or cross-site scripting ruin your day. No, you wanna break into a joyous song and say, Juice Shop, Juice Shop. You can order tasty beverages in any quantity. Juice Shop, Juice Shop. Just don't test the site with Burp Suite or you won't like what you see. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr das sozusagen die Komplettversion dann fertig ist. Was ich aber jetzt schon mit dieser Version auf jeden Fall natürlich logischerweise machen werde, ist, die wird irgendwo im Juice Shop natürlich versteckt, also diese Sounddatei, und dann gibt es wieder eine Challenge, die zu finden. Und wahrscheinlich mache ich das Gleiche mit den Lyrics als Textdatei nochmal. Also dann wären wir bei 75 Challenges. So langsam laufe ich also in das Problem, wer den Juice Shop schon kennt. Es gibt eine Challenge, die sagt, löst die Challenge Nummer 99, die es nicht gibt. Also eine imaginäre Challenge. Das muss ich wahrscheinlich bald auf 999 hochzählen und ansonsten klappt das bald nicht mehr. Gut, das war's. Schönen Dank. Danke, dass ihr alle hier wart. Kommt gut nach Hause. Applaus